So, ich möchte nun kurz erklären, wie das Lernen in Anki funktioniert und noch eine Kleinigkeit zeigen, dass man nämlich selber diesen Karteikartenstapel verändern kann. Das Hinzufügen von Karten, das werde ich hier noch extra erklären. Wichtiger ist, dass man einen kleinen Überblick hat, was für Karten es gibt. Also zunächst mal, wenn ich Anki starte, bekommt meistens diese Startseite hier. Und man hat eben da diesen einen importierten Stapel drin. Zunächst mal möchte ich zeigen, welche Karten in diesem Stapel zu finden sind. Und dazu gibt es hier oben drei Befehle, mit denen verschiedene Fenster aufgerufen werden. Und wir gucken uns gerade mal hier unter Durchsuchen eine Übersicht der vorhandenen Karten an. Hier ist momentan nur ein Stapel vorhanden. Es sind aber trotzdem links ganz viele Stichworte hier und das ist leider ein bisschen unübersichtlich. Man findet aber hier unter diesem speziellen Symbol, wo hier ein kleiner Karten- oder Karteikartenkasten zu sehen ist, unter anderem eben den Titel dieses Stapels, HSGKL Mathe und so weiter. Und dann hat man dann hier eine Übersicht aller Karten, die enthalten sind. So, und hier gibt es im Prinzip das sogenannte Sortierfeld. Und es gibt zu jedem Karte gibt es immer zwei Teile. Die sind jetzt hier englisch benannt. Das war sozusagen die Standardeinstellung Front und Back, also die Vorderseite und die Rückseite. Und man sieht dann hier die zwei Informationen. Also wenn eben die Karteikarte gezeigt wird, dann wird immer die Frontseite, also dieser Text hier angezeigt und es wird dann quasi abgefragt, dass man diese Backseite, die Rückseite quasi dann weiß oder eben sich überlegt als Antwort. Es findet hier in Anki also keine Eingabe in dem Sinne statt, dass man also einen bestimmten Wort oder einen bestimmten Begriff eingeben soll, sondern man überlegt sich zu der Vorderseite die entsprechende Antwort. Entweder ist das halt eine Frage in dem Sinne, dass ein Satz fortgesetzt werden muss oder hier zum Beispiel, da ist also auch ein Begriff, der gesucht ist. Zum Beispiel hier ist jetzt also eine konkrete Frage, wie liest man das Ganze ab oder wo liest man das Ganze ab und da ist dann ein Begriff eben als Antwort. Man kann hier an dieser Stelle die Karten, die erstellt sind, auch korrigieren oder ergänzen oder verkürzen oder wie auch immer. Also hier hat man einen Überblick über alle vorhandenen Karten. Ich sehe gerade, da ist ein Rechtschreibfehler. Da könnte ich das ja gerade zufälligerweise sichern. Man muss da also keine zusätzliche Taste drücken, sondern man ändert das hier und dann wird es eben direkt übernommen. So, gucken wir uns jetzt mal den Karteikartenstapel im Lernmodus an. Dazu klicke ich also hier drauf und bekomme dann hier Informationen zu diesem Karteikartenstapel. Und da sind hier drei Zahlen angegeben. Und zwar neu. Neu ist die Anzahl der neuen Karten, die man lernt, wenn man auf Jetzt lernen klickt. Dann gibt es Wiederholungskarten. Und zwar ist es so, dass die Karten, die man schon einmal gelernt hat, nach einem bestimmten Zeitrahmen erneut angezeigt werden. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die heißt hier Lernen. Das sind im Prinzip Karteikarten, bei denen man Probleme hatte. Die werden relativ schnell wiederholt, damit man eben das, was man vielleicht vorher falsch hatte, dann halt richtig lernt. Gehen wir jetzt gerade mal rein und starten mal das Lernen. Jetzt kommt hier also eine Frage, was ist der Proportionalitätsfaktor? Und man soll sich dann quasi überlegen, was das wäre oder wie das berechnet wird. Und man kriegt dann oder man kann dann hier tippen auf Antwort anzeigen und kriegt dann quasi die Antwort dazu angezeigt. Und jetzt muss man sich selber entscheiden, hat man das eben richtig gehabt oder nicht. Und dazu gibt es hier unten drei verschiedene Tasten, die man auswählen kann und man kann das entweder klicken oder auch als Tastenkürzel mit den Zahlen 1 bis 3 auswählen, ob man sagt,
Also das wusste ich überhaupt nicht. Das möchte ich in weniger als einer Minute also nochmal wiederholen. Oder so, das ging einigermaßen, aber vielleicht tue ich es zur Sicherheit doch mal wiederholen. Und das wäre dann hier in 10 Minuten. Oder ich sage, das war also ganz klar, ich habe das sofort gewusst, das war einfach für mich. Ich klicke dann hier drauf und dann wird diese Karte in 4 Tagen wiederholt. Machen wir mal so. Ich habe jetzt auf gut geklickt, also ich habe quasi angewählt, dass es innerhalb von 10 Minuten wiederholt wird. Und wenn man hier nach den Zahlen geguckt hat, dann hat sich das hier verändert. Es waren ja vorher 20 neue Karten, die ich abfragen lassen wollte. Und aus der 20 ist jetzt eine 19 geworden. Und hier in der Mitte ist eine 1 erschienen. Diese rote Zahl, die mittlere, das war ja die Anzahl der Karten, die wiederholt werden. Also die direkt wiederholt werden. Und das erscheint dann hier. Das heißt, man kann ja immer sehen, was sind neue Karten, was sind Karten, die direkt wiederholt werden, um es zu festigen. Und was sind die Karten, die man von vorherigen Lernsitzungen quasi jetzt nochmal festigt. Das sind dann die Anzahl hier drüben. Aber da ich noch nicht gelernt habe, ist da eben auch noch nichts zu sehen. Vielleicht noch eine kleine Hintergrundinformation. Es gibt in der Schule eher gebräuchlich das sogenannte Leitner System zum Lernen mit Karteikarten. Das Anki nutzt eine andere Variante, das nennt sich Superbrain Mechanismus oder so in diese Richtung. Und das hat eine bestimmte oder es ist eine bestimmte Formel, mit der eben je nachdem, was man hier also quasi antwortet, dann entscheidet, wann der Begriff nochmal wiederholt wird. Wichtig ist, dass man regelmäßig lernt und diese Wiederholung von Karten nach einiger Zeit soll eben dafür sorgen, dass diese Begriffe und dass diese Informationen sich also im Langzeitgedächtnis einprägen, während die direkte Wiederholung eben dafür sorgen soll, dass man sich's überhaupt erstmal merkt. So, und so würde das Ganze dann weitergehen. Es kommt ein neuer Begriff. Man lässt sich die Antwort anzeigen, entscheidet, ob es richtig oder nicht richtig war, ob es einfach war oder ein bisschen schwieriger und kann dann fertig lernen, bis man gesagt bekommt, okay, das ist genug für heute. Wichtig ist, dass man eben regelmäßig lernt, das heißt am besten jeden Tag. Ich habe ja gerade gesagt, dass man hier 20 neue Karten lernt. Das ist eine Sache, die man tatsächlich auch einstellen kann. Das ist also nicht fest vorgegeben, sondern man kann sagen, zum Beispiel, dass pro Tag nur 10 neue Karten gelernt werden. Und wenn man will, kann man natürlich auch mehr einstellen. So, so viel zum Thema Benutzung und Lernen mit Anki. Ein weiteres Video wird erklären, wie man sich beim Lernen auf einen bestimmten Anteil der Karten konzentriert, denn dieser Karteikartenstapel ist ja nicht nur für ein Thema, sondern für das ganze Schuljahr gedacht.